So nahe Kiew haben nicht einmal Medikamente, um die Tiere einzuschläfern. In einem großen Zoo nahe der ukrainischen Hauptstadt fehlen zunehmend Futter und Brennstoff. Nun appelliert der Zoodirektor für eine sichere Versorgung der Zootiere. 1-7 ein Zoo in der Nähe von Kiew ist weitgehend von der Außenwelt abgeschnitten und verfügt weder über Gas noch Strom. Facebook, Michailo Pinchuk, den Tieren droht der Tod durch Kälte oder Hunger. Facebook, Michailo Pinchuk, der Direktor, ist um das Wohlergehen der Tiere besorgt. Tiere sind wie Kinder, aber sie lassen sich nicht beruhigen. Und sie haben solche Angst vor Explosionen. Facebook, Michailo Pinchuk. Darum geht's den Tieren in einem Zoo nahe Kiew, droht der Tod aufgrund von Hunger und Kälte. Gemäß dem Zoodirektor überleben die Tiere nur dank einigen Helfern, welche sie mit den wenigen übrig gebliebenen Resten füttern. Darum fordert der Direktor einen sicheren Korridor zur Unterstützung der Tiere. Die Lage in einem Zoo nahe Kiew ist nach wie vor dramatisch. In einem Facebook-Post vom Sonntag veröffentlichte der Direktor ein Update: Wir halten durch, so gut wir können. Ich kann keine Einzelheiten nennen, aber die Lebensmittel kommen in einem winzigen Rinnsal in den Zoo. Hunger und Kälte herrschen immer noch, aber wir schauen nicht über morgen hinaus, wir versuchen es so gut wie möglich und hoffen. Außerdem brauche ich unbedingt Fleisch oder Huhn, beschreibt Zoodirektor Michailo Pinchuk die zunehmende Knappheit. Haben nicht einmal Medikamente, um die Tiere einzuschläfern. Wegen der russischen Angriffe auf Kiew appelliert der große Zoo nahe der ukrainischen Hauptstadt für einen sicheren Korridor zur Unterstützung der Tiere. Wir können keine Nashörner und Giraffen daraus holen, und wir haben nicht einmal Medikamente, um sie einzuschläfern, sagte Michailo Pinchuk in der Nacht zum Dienstag nach Angaben der Agentur Unian. Ohne sicheren Korridor erwarte die Exoten in Demidiv der Tod durch Kälte und Hunger. Nach Pinchuks Worten überleben die Vierbeiner nur dank einiger Helfer, die an die Tiere Reste der Reste verteilen. Es sei dringend nötig, Brennstoff und Essen in den Zoo zu bringen, um die Tiere zu wärmen und zu füttern. Neugeborener Lemur nach türkischer Kampfdrohne benannt. Inmitten des Krieges hatte Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko über die Geburt eines Lemurenbabys im Tierpark berichtet. Der kleine Affe sei nach der von der ukrainischen Armee eingesetzten türkischen Kampfdrohne Bayraktar benannt worden, sagte Klitschko in einer Videobotschaft, die er auf Telegram veröffentlichte. Nothilfe für Menschen in der Ukraine.